Wir haben ja alle gesehen, die Rede von Wladimir Putin am 9. Mai bei der großen Militärparade in Moskau. Er hat dort eine erstaunlich moderate Rede gehalten. Er hat keine Eskalation des Krieges in der Ukraine angekündigt. Und wenn man dort hinschaut auf das Schlachtfeld, kann man feststellen, es gibt dort kaum mehr Bewegung. Also es sieht so aus, als hätten sich die beiden Armeen erschöpft und als gäbe es eine Art von Patt auf dem Schlachtfeld. Das heißt, jetzt ist es Zeit, darüber nachzudenken, wie kommt man aus diesem Krieg raus? Ich glaube, dass keiner der beiden in der Lage ist, den anderen zu überwältigen. Jetzt gibt es in der deutschen Debatte, die jetzt begonnen hat, zwei verschiedene Thesen. Die erste sagt oder arbeitet mit der Formel, die Ukraine muss siegen. Die FDP-Militärexpertin Strack-Zimmermann beispielsweise sagt diesen Satz immer wieder. Was verbirgt sich dahinter? Man muss genau hinhören und wissen, was damit gemeint ist. Gemeint ist damit, dass die russische Armee aus der Ukraine rausgeworfen wird. Und zwar vollständig, sodass die Ukraine in der alten Form wiederhergestellt wird, inklusive Krim und inklusive Ostukraine. Das würde aber, glaube ich, einen sehr langen Krieg erfordern, wenn es überhaupt möglich ist. Ich halte das für illusorisch. Die zweite These lautet, gibt es zwei Sätze, die Ukraine darf nicht verlieren und Putin darf nicht gewinnen. Olaf Scholz sagt beide Sätze. Die sind interessant. Da muss man drüber nachdenken, was meint er eigentlich damit? Wenn der eine nicht verlieren und der andere nicht gewinnen darf, dann ist man irgendwie in between. Ja? Das heißt, man muss eine Lösung finden, mit der beide leben können. Und diese Lösung lautet Teilung der Ukraine, und zwar ungefähr entlang der Fronten, die jetzt fast erreicht sind. Wenn die russische Armee in der Ostukraine weiter ein bisschen vorangeht, ist sie da angekommen, dass sie die Ostukraine vollständig in Besitz genommen hat. Und dann wäre der Zeitpunkt gekommen, um einen Waffenstillstand zu schließen und eine dauerhafte Regelung zu finden. Die würde besagen, wenn man die Ukraine teilt, die Russen bekommen die Krim endgültig, den Landgürtel, der entlang von dort aus, entlang am Asowschen Meer, mittendrin liegt Mariupol, bis nach Russland führt. Und die Ostukraine, sogenannten Donbass, bleibt russisch. Umgekehrt ist die Restukraine, oder sagen wir besser die Westukraine, der größte Teil des Landes, bleibt selbstständig, wird garantiert in seiner Existenz von verschiedenen Großmächten. Darf in die EU eintreten, allerdings nicht in die NATO, wird neutralisiert und ist damit dauerhaft lebensfähig. Diese Lösung, davon bin ich überzeugt, will auch Olaf Scholz. Er hat sie im Hinterkopf. Darüber redet man jetzt nicht, weil man dann lange argumentieren müsste. Man muss nur sehen, wie sich die Dinge militärisch entwickeln. Und dann kann man in der entscheidenden Minute sagen, dahin muss die Sache laufen. Olaf Scholz will das deshalb, weil er auch der Überzeugung ist, dass man eine gesichtswahrende Lösung für Putin finden muss, sonst gibt es keinen Frieden. Und der Nachteil dieser Lösung ist natürlich, dass der Aggressor belohnt wird, dass er Beute macht. Das muss man klar sagen. Auf der anderen Seite ist es aus heutiger Sicht die einzige Möglichkeit, um Frieden zu erreichen. Frau Klöckner, ist ein Frieden ohne die Gesichtswahrung Putins überhaupt möglich? Wollte ich Ihnen was sagen? Mir ist die Gesichtswahrung von Putin total egal. Ja, wenn wir ihn rauswerfen könnten, wäre ich dabei. Ist Frieden möglich, auch wenn er sein Gesicht dann verliert? Naja, erstmal ist Putin unberechenbar. Mhm. Und wer sagt uns denn, wenn er das zugeworfen kriegt, vor die Füße geworfen kriegt, was er sich nehmen wollte, dass er dann Ruhe hält? Bei der Krim hat er auch nicht Ruhe gehalten. Also ich bin da hochskeptisch und deshalb unterstütze ich sehr Waffenlieferungen an die Ukraine, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Es geht nicht um Angriff. Es geht nicht um Angriffswaffen quasi, dass die Ukraine sich irgendein Land holt. Aber wir müssen noch mal, dass wir mal wieder den klaren Blick bekommen. Da ist ein Diktator, der für sich entscheidet, mir reichten die Grenzen meines Landes nicht und ich nehme mir mal was vom anderen. Ja, aber sag, geh du raus aus dem Land, das ist nicht dein Land. Das ist doch kein Widerspruch. Ja, aber Herr Jörges, ich weiß, was Sie meinen. Sie wollen Russland besiegen auf dem Schlachtfeld? Aber Herr Jörges, naja, was heißt besiegen? Ich meine, es ist auch ein bisschen, glaube ich, Wortglauberei, ob man sagt, er darf nicht siegen oder die anderen dürfen nicht siegen. Nochmal, wir haben einen Zustand, wo sich jemand etwas, was nicht dem Völkerrecht entspricht, also das sind ja auch Fake News, also die Behauptung, er sei nahezu angegriffen worden, Russland und all diese Geschichten. Ich glaube Putin kein Wort, egal was man mit ihm auch vereinbart. Ja. Und deshalb sage ich sehr klar,
Wir sehen, dass das, was Putin sich vorgenommen hatte, was er glaubte, als würde er noch empfangen und bejubelt werden. Er wollte die ganze Ukraine. Ja, aber er dachte, er würde ja noch jubelnd empfangen werden als großer Erlöser. Das ist nicht aufgegangen. Und das sieht er auch. Und das kostet auch Ressourcen Russlands. Und aus dem Grund sage ich, also uns steht es überhaupt nicht zu, Herr Jörges, glaube ich. Uns steht es nicht zu, der Ukraine zu sagen oder einem Präsidenten Selenskyj, pass mal auf, das gibst du jetzt ab von deinem Land. Da stimme ich Ihnen doch vollkommen zu. Ja, Selenskyj und, entschuldige, wenn ich das einwenden darf dagegen, Selenskyj und Putin waren ja bei den Verhandlungen in der Türkei schon fast so weit, das zu vereinbaren. Also Selenskyj hat auch gesehen, er muss was geben, damit der Krieg aufhört. Das ist gescheitert, wahrscheinlich, weil es zu früh war. Also Putin hatte sich noch nicht genug geholt. Jetzt kommen wir in eine Situation, wo er sich auch angesichts der Schwäche seiner Armee mit irgendwas zufrieden geben muss, bevor er ganz leer ausgeht. Ganz leer geht aber nicht nach Hause. Wir haben die Wahl zwischen einem sehr langen Krieg oder einem Krieg, der die Ukraine im Kernland stabilisiert, in den Westen führt, in die EU integriert oder einem dauerhaften Krieg, der das Land total zerstört, mit einem Russland im Hintergrund, das immer noch so stark ist, dass ich es für unbesiegbar halte, auch wenn die Armee schwach ist. Es gibt aber noch eine Dimension, die dürfen wir nicht vergessen. Und diese Dimension sagt, wie können wir als Europäer, als Wertegemeinschaft auch abschreckend wirken in der Zukunft. Es geht nicht nur um die Ukraine. Ich bin jemand, der Kriege erlebt und ich weiß, dass Kriege enden müssen, dass es ganz viel Schreckliches passiert für die Menschen, die diesen Krieg erleben. Wir sitzen ja hier in unserem friedlichen Ort und diskutieren darüber. Aber wenn wir wollen, dass solche Taten nicht Nachahmer haben, und wir haben ja in der Welt ganz viele Diktaturen, die auch mit dieser Idee spielen und diese Fantasien haben, das lohnt sich nicht. Und da müssen wir stärker zeigen. Und stärker bedeutet Waffenlieferung, stärker bedeutet Aggression lohnt sich nicht. Ja. Und ich glaube, damit müssen wir das kriegen. Also, Frau Neigel, einmal ganz kurz, Frau Neigels Position, Uli, bevor wir weiter debattieren. Ja. Glauben Sie Putin, wie stehen Sie dazu? Also ich bin ein bisschen zerrissen innerlich. Mhm. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass Waffenlieferungen nicht gut sind. Wir sollten uns eigentlich aus der Rüstungsindustrie komplett zurückziehen. Ich habe das schon vor 4-5 Jahren gesagt, von wegen die Rüstungsindustrie hochfahren, wie das die NATO von uns erwartet hat. Ich war da komplett dagegen. Ich bin einer der ersten Unterzeichner, die gesagt haben, keine Rüstungsindustrie hochfahren. Es gibt natürlich auch Statements, auch aus Ihrer Partei, in der es zum Beispiel um die Rüstungsexporte bezüglich des Jemen geht, wo man sagt, auf keinen Fall Rüstung oder Waffen liefern in ein Krisengebiet. Aber dieser Pazifismus ist komplett gescheitert. Jetzt lassen Sie mich kurz. Ich bin sicher Pazifistin und ich will auch nicht zusehen, wenn irgendwo irgendein Krieg stattfindet. Aber es ist, wie gesagt, keine Lösung aus meiner Sicht, wenn man noch massive Waffen in das Land reinbringt. Ich halte Deeskalationspolitik und Friedenspolitik und alle Parteien an einen Tisch, am besten noch mit dem UNO-Generalsekretär, für die glücklichere Lösung. Klar, das finden wir alle. Das finde ich, aber das finde ich nicht. Darf ich was sagen? Naja, aber es funktioniert sehr wohl. Der UNO-Generalsekretär war ja da. Weil ich nicht falsch verstanden werden möchte. Ich hätte den Brief von Ali Schwarzer niemals unterschrieben. Ich auch nicht. Ich halte den für ein Kapitulationsschreiben. Absolut. Hätte ich niemals gemacht. Ich glaube, man muss Putin entgegentreten. Ich hätte Ihren Brief unterschrieben. Die haben den Antwortbrief verfasst. Genau, unter anderem. Ich bin für Waffenlieferungen und auch von schweren Waffen. Und zwar nicht nur altes Gerät, wie wir es aus Deutschland jetzt anliefern, sondern modernes Gerät, mit dem die auch sofort umgehen können. Denn was die Bundesregierung tut, ist doch, ehrlich gesagt, ist doch eine Schande. Also diesen alten Gepard-Panzer, der nicht mal fahrbereit ist und für den es keine Munition mehr gibt. Der Uli, du warst doch sogar für den Tyrannenmord. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Also Entschuldigung, aber brauchen wir ein starker Militär. Ja, und das müssen wir auch begreifen. Ich sage doch, das meine ich damit. Wir nähern uns einem Zustand, wo Putin vielleicht einsieht, dass er nicht weiterkommt mit der Aggression, weil die Ukraine widersteht. Weiter kommt er nicht, als unten diesen Landstreifen und die Krim zu halten und die Ostukraine, die überwiegend russisch spricht, russisch orientiert ist. Das hat ja Angela Merkel mit dem Minsker Abkommen versucht, innerhalb der Ukraine zu lösen. Sehr kompliziert, ein autonomer Status innerhalb der Ukraine, das hat alles nicht funktioniert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Frau Neigel hier gerade mit ihrer Position allein ist, aber fast die Hälfte der Deutschen sind gegen die Waffenlieferung. Genau, in der Runde, das will ich gerade sagen. Sie hatte Bauchschmerzen, das kann ich nachvollziehen. Ich finde schon, dass wir das nämlich
nicht so pauschal. Wenn ich das kurz noch dazwischen werfen Sie darf. So wie ich es wahrgenommen habe, haben Sie Bauchschmerzen damit? Mhm. Ich glaube, also ich als Parlamentarierin, die zugestimmt hat, Waffen zu liefern, ich mache es mir damit auch nicht einfach. Genauso wenig wie die Kolleginnen und Kollegen. Das ist nichts Banales, mal zu sagen, wir schicken mal Waffen rüber, weil die Waffen sind ja nicht einfach nur zum Spielen da. Ich mache einen ganz klaren Unterschied, ob jemand jemanden angreift oder ob jemand angegriffen wird und seine Kinder, seine Leute verteidigen wird. Da werden Menschen vergewaltigt, da werden Menschen gefoltert. Aber wissen Sie, das wird auch in Jemen gemacht, das wird in anderen Staaten auch gemacht. Nochmal, wir reden über die Ukraine. Wir sind hier in Sicherheit. Ja, wir sind hier in Sicherheit und sagen der Ukraine, also das mit der Waffenlieferung finden wir nicht gut. Die haben keine andere Chance gerade. Ich finde es zynisch. Also Frau Neigel hat jetzt das letzte Wort zu dem Thema. Es gab, vor 4 Jahren gab es die Statistik, dass, glaube ich, die Bundesrepublik Deutschland 4. größter Waffenexporteur der Welt war. Richtig. Ich glaube, jetzt ist er Nummer 1 oder Nummer 2, also mit den 100 Milliarden. Das schießt praktisch durch die Decke. Ich erinnere an den Waffenstillstandsvertrag mit den Alliierten, der vor vielen, vielen Jahrzehnten gemacht wurde, aus einem ganz guten, wichtigen Grund. Und wir haben uns als Staatsgebilde, als Demokratie dem Frieden verpflichtet. Wir würden das normalerweise auch tun, wenn das nicht die Ukraine wäre. Ich sage, bis jetzt ist es ja immer so gewesen, dass man gesagt hat, im Jemen passiert irgendwas, da passiert was, dort passiert was. Wir wollen Frieden, 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 Frieden. Jetzt plötzlich schreien alle nach Waffenlieferungen. Okay, ja, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Moment. Wir waren in Afghanistan, was ich auch gut fand, auch da sozusagen für die Werte unseres Landes auch zu kämpfen. Wir haben auch uns beteiligt an Kriege und ich glaube, das ist sehr, sehr utopisch zu glauben, dass Frieden einfach so existiert, wenn man nicht was anzubieten hat. Es gibt nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Verträge, die man miteinander gemacht hat, unter anderem den Zivilpakt 1, unter anderem Artikel 20. In Artikel 20 heißt es, es darf keine Kriegspropaganda gemacht werden, es dürfen keine Propaganda in dieser Richtung gemacht werden. Es dürfen keine. Also Deutschland macht keine Kriegspropaganda. Grundsätzlich sollte man sich aus allem heraushalten. Das hat eine Historie. Und ich persönlich bin bestimmt nicht die Einzige, aber hier in dieser Runde, ich bin der Auffassung, wir brauchen Deeskalations- und Friedenspolitik. Und zwar die, die wir in den 90ern gekannt haben und die wir in den 80ern gekannt haben und davor. Darf ich noch einen Satz sagen? Nein, Uli, wirklich nicht. Das war das letzte Wort. Denn neben Corona und neben dem Ukraine-Krieg beschäftigt uns auch die Inflation. Ich sage und das Ihnen trotzdem, Ukraine und Russland entscheiden, welche Lösung sie finden und niemand hier am Tisch. Eben. Also, falls noch jüngere Zuschauer zuschauen, es ist sehr unhöflich, wenn man jemand anderem nicht das letzte Wort überlässt. Ich